Hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mal wieder was vom guten Chelmi in Zusammenarbeit mit dem CW315. Der hat nämlich so ein paar, ja, ziemlich coole Bungalows gemoddet und uns zur Verfügung gestellt. Die Bauweise ist dieselbe wie bei den Doppelhaushälften. Also da könnt ihr einstellen, dass hinten gleich ein Garten zum Beispiel dranhängt. Wir gucken uns das Ganze aber mal in aller Ruhe an. Und die Doppelhaushälften benötigt ihr auch für diese Mod. Und ja, beide Links poste ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich habe mir hier mal so eine kleine Fläche eingeebnet. Und die Häuser sind dann natürlich zu finden unter Assets. Und dann haben wir hier Houses, UK Buildings. Und dann seht ihr, haben wir hier die Town Building Corner, das sind die Doppelhaushälften. Und dann haben wir hier die Post-War Bungalows, also Vorkriegszeit Bungalows. Und ja, sieht auf jeden Fall klasse aus. Wir können hier wieder einstellen, wie viel in einer Reihe. Auch ganz cool, dass dann die Dachfarbe immer eine andere ist. Und dann können wir uns hier einstellen, ob es hinten einen Zaun drum gibt und ob sogar ein Garten dann da hinten mit drin ist. Sieht auf jeden Fall, ja, ohne viel Arbeit ziemlich cool aus. Das Einzige ist natürlich, ja, hier hängt die Hollywood-Schaukel draußen. Hier ist die Bank draußen. Ist ein bisschen klein, würde ich mal sagen. Also das ist natürlich unschön. Das hat bei den Doppelhaushälften bedeutend besser geklappt. Wir nehmen das nochmal weg und schauen mal, ob wir uns hier vielleicht was einstellen können. Fence Color, Roof Color. Also ihr könnt hier alles auf Zufall stellen. Ne, wir können hier aber auch alles nach unserem Geschmack anpassen. Hier haben wir zum Beispiel dann Sandstein, rote Fassade oder normal. Dann haben wir hier die Trim Color. Das sind, glaube ich, die. Genau, das sind die Farben der Fensterrahmen. Dann können wir uns noch die Fenster an sich einfärben und natürlich hinten auch noch die Zäune. Aber es gibt tatsächlich keine Einstellungsmöglichkeit, dass der Zaun hinten größer ist. Man kann natürlich den Zaun wegnehmen und sich selbst den Zaun ziehen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Dann sieht das Ganze nicht mehr ganz so ja, sonderbar aus. Das ist natürlich dann bedeutend besser. Hier auch, da stehen die Hollywood-Schaukeln ineinander. Ja, ich denke mal, dass er das so eingestellt hat, dass die Gartenobjekte dann halt random hingesetzt werden. Wir können ja mal gucken, ob wir hier nochmal eine Reihe hinbauen. Ihr seht auch, das Ganze hat keine Kollision. Da könnt ihr bauen, wie ihr wollt. Da könnt ihr hier, zack, einfach noch eins hinten dran bauen. Ja, ist halt hier auch Stein in der Hollywood-Schaukel. Ihr seht, das Ganze wird dann halt zufällig, werden dann Objekte in den Garten reingeschmissen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, die Mod ist dadurch minder gut, aber ja, da hätte man so ein bisschen Feintuning machen können, weil das sieht natürlich, ja, sonderbar aus. Ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber ja, zusammengeschustert. Aber so aus der Ferne ist das dann natürlich trotzdem okay. Aber wenn man natürlich näher rangeht, ja, man kann die Häuser auch ohne Garten bauen und sich den Garten natürlich hinten dran dann selber setzen. Das ist dann natürlich wieder mehr Aufwand, aber ich persönlich würde das jetzt nicht so bauen. Wir können mal gucken, wie das aussieht, wenn wir hier zwei nebeneinander haben. Haben wir auch nochmal die Fans aus. Ja, dann geht das schon. Ja. Wenn man hier nur zwei nebeneinander baut, ich meine, das hat ja keine Kollision, dann baut man sich das halt so und dann passt das dann schon eher. Ne? Also das wäre jetzt mein Tipp. Baut das am besten einfach weniger rein nebeneinander und baut euch das dann so selbst. Sieht dann halt bedeutend besser aus. Klar gibt es dann immer noch so kleine Ecken wie hier. Aber auf jeden Fall besser. Ja, und dann
gab es bei den Doppelhaushelfen ja noch die Möglichkeit, Autos noch davor zu stellen. Wie gesagt, hier ist der Garten bedeutend größer, wenn ihr euch das anschaut. Und hier passt das dann auch alles. Verstehe jetzt nicht, warum sie bei den Bungalows den Garten kleiner gemacht haben. Na, wenn ihr euch das anguckt. Der Garten ist ja quasi in der Tiefe nach hinten doppelt so lang. Bei den Doppelhaushelfen, ja. Wie gesagt, wenn ihr das so macht, ist das dann kein Problem. Oder halt alles selber setzen. Der Checo Place, der hat mir gesagt, bei ihm war ein Zuschauer im Chat, der hat zu der Werft, die ich vorgestellt habe, hat gesagt, für Schönbaufaule. Ja, könnte man jetzt hier bei den Häusern halt auch sagen. Die Schönbaufaulen bauen das halt so. Und die, die selber sich den Garten gestalten wollen, bauen es halt so. Nichtsdestotrotz, schöne Mod. Auch hier muss ich sagen, ja, ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist irgendwie was, wo man sieht, dass es aus Großbritannien ist. Kann man auch prima auf deutschen Karten bauen, kein Problem. Da hat man ja auch ab und zu mal so Flachbauten. Und gerade in so Ferienregionen sind so Häuser ja auch gang und gäbe. Also kann man wunderbar benutzen, kein Problem. Ja, ganz cool. Wie gesagt, die Links sind unten in der Videobeschreibung. Eins wollte ich noch kurz gucken. Ich denke nämlich, dass hier... Genau, das sind auch Besuchermagneten drin. Wenn ihr euch die Straße dran zieht, hier wohnen auch Leute. Das ist natürlich auch immer ganz schick. Ja, beide Download-Links unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Bis zum nächsten Mal, euer Train Gamer. Ciao, ciao.